Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Obi-Wan und ihr schaut auf Folge 13 vom Landwirtschaftssimulator. Und ihr seht, wir machen Gras. Selbstständig. Nein, mit Autotraktor. Ihr könnt gerne mal eine Runde mitfahren. Weil wir die Kühe allmählich langsam wieder auf Vordermann bringen oder nicht vernachlässigen dürfen, habe ich mir gedacht, wir fangen an, langsam mal wieder ein bisschen Gras zu machen, weil ja auch der Mais jetzt so weit abgeerntet ist. So, ihr seht, der arbeitet selbstständig. Die machen das auch. Also fahren wir hier weiter. Ladewagen. Ach so, die Futtermischanlage ist jetzt auch voll. Die produziert jetzt schön. Also können wir da auch bald Futter rausholen. Hier wird fleißig rechts Raps geerntet. Okay. Oder auch nicht. Was die für ein Problem, das weiß ich auch zurzeit nicht. Keine Ahnung. Irgendwie kommt der Drescher da immer nicht weg. Von dem, wenn er abgeladen hat. Ach. Naja. Mann, 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 Mann. Aber wenigstens macht es selbstständig. Abfahren meine ich. Aber ist euch heute schon mal was aufgefallen? Ich stecke nicht im Verkehr fest. Ah gut, ist ja auch keine Kunst, hier hinten ist wenig Verkehr. Du, 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 du. So, da wollen wir mal ein bisschen. Ach, wir müssen ja auch noch schwaden. Verdammt. Aber wir können ja wenigstens schon die Schwade, die da sind, schon mal ein bisschen aufnehmen. Ja, ihr wundert euch sicher, warum ich kein Multiplayer gerade kommt. Weil wir irgendwie alle noch nicht die Zeit gefunden haben dazu, um uns mal wieder zu treffen und zu spielen. Ansonsten, wenn das klappt, nehme ich natürlich auch mit auf. Wenigstens das funktioniert. Ja, wie gesagt, die Silos sind jetzt, oder an der BGH ist es schon größtenteils voll. Ein Maisfeld haben wir jetzt wieder angepflanzt. Ich glaube, das eine haben wir zwar gegrubbert, aber noch nicht gesät. Das müssten wir auch noch in Angriff nehmen. Genau. Aber erstmal machen wir schnell hier ein bisschen Gras.
damit unsere Kühe glücklich Milch produzieren. Wenn ich dann wieder ein bisschen Geld habe, will ich mir einen neuen Drescher kaufen. Mal schauen, was das für einer dann wird. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vielleicht wollt. Okay, ob es dann berücksichtigt wird, weiß ich nicht. War ja bei dem Häcksler genauso, dass da niemand geschrieben hat, was für ein Fahrzeug ich kaufen soll. Also muss ich selbst entscheiden. Ob es die richtige Entscheidung war, weiß ich jetzt nicht. Oder ob es in eurem Interesse war. Wie gesagt, wenn die Videos gefallen, lasst ein paar Like da, kommentiert fleißig. Weil ohne Kommentar, wenn keiner Kommentar abgibt, kann ich, denke ich, dass das alles in Ordnung ist und ich mache mal die Fehler, die ich vielleicht produziere, immer wieder und ja, kann nichts verbessern. Also müsst ihr mir schon schreiben, was ich verbessern soll oder was ich machen soll. Schwartet, den müssen wir jetzt schwarz machen hier. Ich lasse den schnell noch was ein bisschen Vorsprung, sonst kommt der mir in die Quere. Nein, keine Sorge, ich langweilige euch nicht mit ein Part voller, dass ich hier hoch und runter fahre. Wir werden gleich mal schauen, was wir noch machen können. Aber auch das muss durch. Ihr seht, oh, Produktion auf. Oh, jetzt werden wieder einige die Hände im Kopf zusammenschlagen. Aber Schwarten ist nicht unbedingt meine Lieblingsarbeit. Obwohl ich das jetzt mittlerweile auch schon relativ für meine Verhältnisse gut mache. Wie viel Prozent? 80% zufriedene Produktivität, das ist okay. Was? Ich glaube, Wasser fehlt uns noch. Also genau, wir werden dann gleich noch Wasser fahren für die Kühe. Futter müsste jetzt mittlerweile auch schon drin sein. Das könnten wir eigentlich jetzt mittlerweile auch schon mal machen. Macht bloß noch den Schwart hier fertig. Dann werden wir mal Wasser. Haben wir einen Wassertank? Ein Wasser holen? Müssen wir mal auf den Hof schauen. Der macht. Da kommen wir jetzt eh nicht weiter. Gehen wir mit dem erstmal schnell da Wasser holen fahren. Ja, was gibt's sonst Neues? Nicht viel. Wir müssen Felder kaufen, Unkraut entfernen. Also viel, viel Arbeit. Das war hier fast, ja. Habe ich den eigentlich schon wieder eingestellt? Doch, glaube ja, oder? Nicht, dass er hier steht und steht und steht und nichts tut.
Das war ja blöd. Ja, aber das ist okay. So. Dauert das so lange bei dem? Ah. Es hat niemand jetzt gesehen, dass ich durch den Tatrail fahren gelaufen bin. Funktioniert im richtigen Leben natürlich nicht. Also ihr seht, hier rechts ist Mais wieder angepflanzt. Wo wir auch langsam mal, oder was ich mal langsam wieder machen oder machen werde, ist vielleicht mal wieder Zuckerrüben und Kartoffeln sowas, um unsere Lager und Bestände langsam wieder ein bisschen aufzustocken. Weil da ist ja gar nichts mehr drin. Bis auf ein bisschen Raps jetzt. Stimmt. Da müssten wir uns vielleicht mal ein bisschen ranhalten. Was macht er da? Irgendwie will die Technik mich hier ärgern. Keine Ahnung. Stinken faul in der Landschaft rumstehen. Sich nicht rühren. Ich glaube, ich spinne. Für was bezahle ich den? Zahle ich den überhaupt? Dieses Mahnmal ist, oder dieses Gedenkstätte ist für einen Modder, der ein bisschen Respekt vor Moddern hat. Also ich habe ihn. Kann sich ja das dann runterladen bei Modhost, ich werde den Link auch unten in die Beschreibung mit reinbacken. Und kann ihn dann auf den, ist frei platzierbar auf dem Hof. So, was weiß ich wohin. Ist eine gute Aktion, finde ich. Ist mit 30 Jahren gestorben. Also von daher Respekt, dass seine Familie das noch zum Download bereitgestellt hat. Nur was mir gerade auffällt, ich habe keinen Wassertank. Super. Opa, nein, nein. Gibt's überhaupt? Spielerfaser, steht er da? War da. Da, mobiler Wassertank, nehmen wir den erstmal. Muss erstmal reichen. Fahren wir erstmal Wasser holen. Für die Kühe. Ich weiß gar nicht, was sie noch brauchen. Ich glaube, die brauchen bloß noch Mischfutter. Und Wasser. Mischfutter und Wasser, glaube ich. So. Also Kohle könnten wir jetzt noch mit unserer Silage hervorragend machen. Das, ich glaube, steht dem Weg nichts im Weg. Da ist noch, ihr seht, die Silos sind voll. Aber was mich auch ein bisschen stört, das Unkraut, also ehrlich. Es sieht ja aus, als würde ich faul in der Landschaft rumstehen, einfach nur und nichts tun, den ganzen Tag. Nein, das ist nicht wahr. Ach, ist das ein schönes Wetterchen heute. Die Sonne lacht, halt. Nicht, dass ich hier am Wasserwerk vorbeifahre. War da ja irgendwo. Ach, hier rechts. Dreizehn Folgen habe ich jetzt mittlerweile schon abgespult. Cool. Dann müssen wir was hat wenigstens einschalten, damit wir hier sehen, ob es voll wird. Ja. Oh. Ich muss auch danken. 86 Liter noch drin. So.
Okay, das hat auch wieder keiner gesehen. Verkehr. Ich möchte mal wenigstens eine Folge, wo ich nicht im Verkehr steckt bleibe. Es ist auch starker Verkehr auf der Straße hier heute. Generell. So bald wie auf der Autobahn. So, Stroh ist drin. Futter brauchen wir. Jetzt muss ich erstmal das HUD mal einschalten, damit ich hier sehe. Ich abladen soll. Sieht man das eigentlich? Muss man eigentlich sehen, oder? Ja. 5000 Wasser, was fehlt uns jetzt noch? Mischration. Also können wir auch mal da runterfahren. Können wir den hier stehen lassen, erstmal. Wollen wir uns jetzt noch. Schnell. Mal gucken. Ich hatte doch hier unten so ein Futtermischwagen mit. Oder? War das nicht hier? Ach da. So, da schauen wir mal, ob die nicht rankriegen. Normalerweise ja. So. Dann wärme die. Ein bisschen glücklich machen. Danach fahren wir nach Danken und dann ist der Part eigentlich schon wieder vorbei. Super. Ich habe den Baum nur ganz leicht geschnitten. So, dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert hier. Funktioniert natürlich nicht. Oder ist sie noch nicht fertig? Das scheint irgendwie noch nicht zu funktionieren. Zumindest nicht mit dem, oder? Prozent, 5000 produziert. Hier und habe ich dann von irgendwie anders reingemacht. Oder ist das nur, wenn das selbst. Kann ich damit keinen Fisch. Ach, kein Fisch. Eine Mischration laden. Dann kann ich das bloß mit normalen Hänger.
Nein, funktioniert natürlich nicht. Okay, dann müssen oder machen wir das beim nächsten Mal. Lassen wir sie noch transportieren, weil ich habe den Hänger. Nehme ich euch noch voll. Naja. Ich warte natürlich bis zum nächsten Mal auf euch. Und das machen wir natürlich zusammen, die, oh, die Kühe füttern. Und dann werden wir sehen, wie die Produktivität natürlich nach oben geht. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst Likes da, kommentiert es, was auch immer. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Obi-Wan. Bis zum nächsten Mal. Ciao.